ここ飯食えるんだろ。簡単なものでよければね。食べてく？ Was soll es denn sein? Ja, gute Frage. Ich glaube, wir gehen erstmal zu den anderen Charakteren und schauen, was die so alles drauf haben. Moveset, Kampfsystem, Story. Boah. Bisher hält alles, was es verspricht. Alle so total friedlich auf der Sunny. Sanji mit einem Grinsen. Okay. Komische Art von Zwischensequenzen. Und Lissa, was hast du da vor? Was planst du da? Irgendwie scheinen hier ein paar Dinge nicht ganz zu stimmen. Mit diesem Grinsen. Naja. Erinnert irgendwie ein bisschen an wahrscheinlich Pirate Warriors, was jetzt gleich passieren wird, oder? Du kannst das Gasthaus jetzt verwenden. Oh, ich kann das Gasthaus verwenden, cool. Ausruhen und... Ah, super, Lager, erweitern, Kleidung. Oh, nice, das ist also unser Lager. Speichersystem wie damals. Natürlich wollen wir weiter spielen. Auch wenn wahrscheinlich jetzt schon ein Schnitt kam für die zweite Episode, aber... Joa, weiterspielen werden wir auf jeden Fall. Irgendwie erinnert mich die Stimme von ihr ein bisschen an Lucy aus Fairy Tale, aber nur, ich weiß nicht, ich könnte nicht sagen, dass es 100% die Stimme ist. これが食事の代金と宿泊費ね。ねえねえねえねえ、 es ist nicht. Vergesst das, was ich gesagt habe. つけは聞かないから、そのつもりで。 Aber irgendwann kommt die Stimme mir bekannt. Egal. 悪い。俺今金持ってね。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて条件付きでただにしてあげる。 Eine Mission, ja. Bitte. Okay. Pato. Ob der auch ein spielbarer Charakter ist? Ich glaube nicht. Was? Alle? みんなさらわれちまった。ナミとロビンとフランキーとチョパとウソップとブルックととにかくルフィ以外のみんなださらわれた。あいつらが。とにかく俺らについてきてよ。オッケー。ちょっとまだ私の話が。私の話が。お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ本当？男に二言はないわね。ああ。 Okay, die Art, wie sie sich ausdrückt, ist auch interessant. あいつらがさらわれるなんて. Otoko nigewanai wane, das heißt irgendwas mit, du Kerl kannst hier nicht wegkommen oder sowas, oder du kannst dich davor nicht drücken oder so. Komisch. Egal, die Übersetzung ist auf jeden Fall ein bisschen freier, sieht man da. Okay. Dann schauen wir mal, was die Gegner hier so können. Hi. Eine Crew, ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben. Dankeschön. Schneller. Kann man irgendwie gleich sprinten, anstatt dass man warten muss? Und Ladezeiten gibt es hier offenbar, okay. Aber bei Levelübergängen ist das, schätze ich mal, auch okay. Ein Blick zurück. Sind wir wieder auf Punk Hazard? Bitte nicht. Wow, das ist mal Levelübergang. Aber gut, eine Hub-World, genau das wollte ich ja. Das habe ich bei Unlimited Crew so kritisiert. Und hier scheint es vollkommen da zu sein. Hier sind die Bäume. Krieg ich Stöcke? Oder krieg ich die erst später?
Give me. I need wood. Ah, Beute. Gegenstände eignen sich zur Erweiterung. Okay, es gibt natürlich auch wieder viel zum Basteln und so. Dann nicht einsetzen, bis du es zurück zur Stadt geschafft hast. Okay. Holzblock. Das heißt, ja. Na gut, das ist sowieso. Man kann sowieso nichts währenddessen einsetzen, von dem her. Das passt. Was will man da auch groß einsetzen? Ich meine, Heiltränke fallen wahrscheinlich nicht einfach so mal aus Stein oder so. Ja, du warst hier schon mal. Punkasaat, ja, doch, irgendwie schon. Wieso gibt es hier Punkasaat? Also, ich kenne natürlich den Boss von diesem Gebiet aus einem Trailer. Aber wieso gibt es in diesem Spiel Punkasaat? Ha. Interesting. Schauen wir mal. Ich schätze mal, da wird es gleich zu einem Big Boss Fight kommen. Jupp. Der dann hoffentlich auch schon mal nicht so leicht sein wird. Was? Okay, von mir aus, dann ist es halt Fleisch. Ich dachte eher an Drachen, aber... Gut, Luffy, du kannst da reinlesen, was du möchtest. Gibt es eine Möglichkeit, die Gegner zu fokussieren? Manchmal wirst du im Verlauf deines Amtes die Aktionstaste... Ah, okay. Das habe ich schon gehört. In diesem Spiel hier ist Ausweichen und so eher Quicktime-mäßig als so wie beim anderen. Also wie bei Unlimited normalerweise üblich. Das heißt... Ja. So weicht man hier aus. Okay. Starke Stimme. Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken ausführen, die als starke Stimmen bezeichnet werden. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder auf Hilferufe antworten. Du hältst TP und Boni. Wenn du R angezeigt wird, drücke R, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreibe es nicht, ansonsten wird die Hörnung längere Zeit gesperrt. Ah. Setzt dir deine Fähigkeiten mit Tarnverbrüder. Das mache ich doch gerne. Ich kann dich nicht angreifen, wenn du fliegst, richtig? Ah, ich kann trotzdem hier ausweichen, das ist gut. Aua. Ich schätze mal, das ist dann halt so... Ah, das sind so eine Art automatisches Ausweichen. Aber man kann auch so noch ausweichen. Ja. Yes. So macht man einen Boss fertig. Ah, ich kann trotzdem mit Luft angreifen, das ist nice. Wenn ich aber jetzt so ausweiche, mit A ausweiche, ohne dass das Ausweichzeichen kommt, hoffe ich, dass es dann trotzdem normal gezählt wird. Aua. Naja. Ich sehe manchmal das Ausweichzeichen. Oh, das kommt aber schon relativ... Wow. Wow. Relativ knapp, muss ich sagen. Nope. Komm her. Es soll übrigens bei diesem Spiel auch natürlich wieder ein Hard Mode geben. Wie es sich gehört. Also nicht unbedingt, dass es jetzt Pflicht ist, den Hard Mode zu spielen, aber ihr könnt darauf Gift nehmen, dass ich das tun werde. Wenn es nur ist, um das LP zu verlängern. Aua. Kriege ich auch mal die Chance hier. Und... Wow, ist das mies. Das ist, da hat er schön ausgewichen. Aua. Bam, damit habe ich ihn. Ja, gib mir da dein Fleisch. Ja, ich meine, da vorne fliegt auch gerade einer vom Fenster vorbei. Ja, wo ist es? Okay, ich glaube, wir können ungefähr ahnen, wer das ist. Der Idiot, ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Aber was wird aus deinen Freunden?
Aufstieg. Shishishi. Ah, ich kann irgendwas sagen. Das ist schön. Was war das gerade mit Aufstieg? Ich glaube, ich kann irgendwas tun. Oder? Nein. Da kam doch gerade eben das R. Ah. I don't Knopf. Keine Wörter ausgerüstet. Egal, ich habe immer noch keine Ahnung, was die Wörter sind. Passt schon. Wir werden wohl irgendwie rausfinden, was man bei einem Stufenanstieg so machen kann. Bam, bam, bam. Der Aufstieg hat uns auf jeden Fall auch geheilt. Das ist super. Gib uns ein bisschen Beute. Ah, man sollte natürlich dann auch von Anfang an sich merken, wo die Items liegen. Ah, was auch immer das war. Für was bräuchten bitte Konter, hallo? Das ist schön, dass diese Art von Teleportation. Ich liebe jede Art von Teleportation. Oh. Du bist in Ordnung? Das hat er nicht gesagt. Du bist ziemlich stark, hat er gesagt. Aber gut, von mir aus. Aua. Aber es gibt Beute. Ha. Stück Explosivstein. Ja, das braucht man doch. Oh, die Blumen kennt man auch aus Unlimited Cruise. Give me. Give me. Die haben die nur noch Leben? Ja, immer noch Leben so rum. Haben die ja damals auch schon. Aua. Nein. Scheint nicht so zu sein, als ob ich da ohne Fernkampf irgendwas ausrichten könnte. Gut, dann überlassen wir das. Na, ausweichen bringt nichts, um schneller sich voranzubewegen. Muss ich da nicht hin? Da komme ich auf jeden Fall nicht vorbei. Ja, das heißt, wir suchen uns einen anderen Weg. Oh, erkunden, ich liebe es. Ich liebe es. Da kommen wir aber her. Das heißt, wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Doch, darum. Okay, dann bin ich ja eigentlich komplett richtig. Hier kann ich offenbar nirgends mich festhalten. Mensch, das sehe ich jetzt gerade nicht. Das ist... Ah. Ja. Egal, vergesst, was ich sagen wollte. Feuer. Feuer wird mir wehtun, schätze ich mal. Außer ich bin Ace oder so. Oh, die kennen wir ja. I don't need... Ah. Das kennen wir natürlich auch. Nein. I'm sorry. Give me. Ah ja, doch, SP-Orbs. Kriegt man genauso wie da. In Unlimited üblich. Das ist schön. Man sollte ja auch nicht zu weit vom Standard abweichen. Richtig, es hat einen Grund, wieso man Unlimited Cruise so liebt. Was soll das gerade für ein Symbol? Rostiger Schrott. Ich nehme alles mit. Man weiß in diesem Spiel niemals, was man alles brauchen kann. Also von dem her. Das sieht mir nach einer Kampfarena aus. Nein, dann halt nur Items. Ah, Reis. Reis, sehr schön. I feel it. Marine auch noch. Konter, wer braucht einen Konter? Aber ich vielleicht. Ich sollte mir wohl angewöhnen, die Dinger hier zu drücken. So, du kannst dich abhauen. Bam. Bisschen Barry. Der ist nicht runtergeflogen. How dare you? Kann man den Gegner nicht anvisieren? Ich dachte, das müsste eigentlich gehen, aber... Gut, bisher habe ich noch keine Tasche gefunden, die das macht. R, also beide R-Buttons haben offenbar denselben Sinn. Gut, von mir aus. Vielleicht mache ich auch aus der ersten Episode einfach eine halbe Stunde Episode, das kann auch sein. Au, 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 au. Aber ich muss auch darauf achten, dass ich es noch rechtzeitig hochgeladen bekomme, also vergesst das wieder. Kam ich da nicht her? Nein, da kam ich nicht her. Auch wenn das so recht ähnlich aussah, nur die Boxen sind anders. Rostiger Schrott. Ha, das gefällt mir so sehr gerade. Das ist so gut. Okay, hier werden wir wohl etwas brauchen, was wir schon kannten. Manchmal findest du Punkte der verlorenen Worte. Was? Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei der Untersuchung, wo du das besondere Schlüssel... Okay, ich glaube, das ist irgendwie komisch übersetzt mit den Wörtern, aber gut. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für diesen... Was? Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Anti-Gift-Ausrüstung und hol das Wort.
Anti-Gift. Okay, das scheint so eine Art. Konnte ich das nicht abwehren? Ich habe aber immerhin einen Healer dabei. Was unglaublich OP klingt. Und gleichzeitig unglaublich nicht OP. Oh, das ist sogar tatsächlich ins Wasser geflogen. Das ist cool. One Piece Unlimited World. Red.